Hallo zusammen, ich begrüße euch hier zu einer weiteren Folge meines Blogs Geheimnisse des Tai Chis. Heute setzen wir uns mit dem Thema Armspirale auseinander. Die Armspirale ist wirklich die Energie, die wir in den Armen haben möchten und die wir steigern wollen. Und da hat es verschiedene Komponenten, die dazu führen, dass wir die richtige Armspirale haben. Wir haben schon Vertiefungsstufen früher kennengelernt bei meinen Lernvideos. Wenn wir die Form beherrschen, die Form kennen, dann kommt als erster Anteil zur Armspirale, also nach der Form, nach Yin Yang, kommt das Thema der Vitamine. Wir haben hier 5 Vitamine. Beim Vitamin A geht es um die Höhe der Hände über dem Kopf, auf Schulterhöhe die Hände oder tiefer. Das Vitamin B ist die Höhe der Ellenbogen. Bin ich wieder über dem Kopf, bin ich auf Schulterhöhe oder liege ich tiefer? Im Vitamin C wird die Thematik behandelt, ist die Hand senkrecht oder flach? Flach kann auch dies sein, flach kann auch in einer Schräge sein. Es geht darum, nur zu unterscheiden, sind die Hände flach oder sind sie eben nicht flach. Und wenn die Hand so nach oben zeigt, ist sie immer noch flach, weil das wäre nicht flach. Das ist das Vitamin C. Im Vitamin D unterscheiden wir noch etwas tiefer, statt flach unterscheiden wir, ist bei der flachen Hand die Handfläche oben oder ist sie unten. Auch hier wieder wird differenziert. Und die zweite Version zum Yin und Yang Hände, also oben oder unten der Handfläche, ist das Senkrechte. Das ist die zweite, den Gegenpart zu den flachen Händen mit den Yin- und Yang-Händen. Das letzte Vitamin, Vitamin E, das ist die Richtung der Hände, des Schlangenkopfes. Zeigen Sie 45 Grad schräg nach oben oder zeigen Sie nach vorne, zeigen Sie nach unten, zeigen Sie nach hinten oder auf irgendwelche Weise seitlich. Hier unterscheiden wir nicht mehr, sind die Hände flach oder senkrecht, sind sie irgendeine Yang-Hand oder Yin-Hand, ist über dem Kopf oder unter dem Kopf, sondern wir unterscheiden nur, wohin zeigen die Finger. Das ist das Vitamin E und somit haben wir ein Konstrukt, wo wir alle Bewegungen der Arme und Hände definieren können. Wir können hier bei dieser einfachen Bewegung sagen, naja, die Hände rechts ist über dem Kopf, links auf Schulterhöhe. Wir können sagen, der rechte Ellenbogen ist über der Schulter, der linke ist auf Schulterhöhe. Auch hier wieder. Wir können sagen, die rechte Hand ist flach, die linke ist auch flach. Wir können sagen, dass die rechte Hand eine Yang-Hand ist, weil die Handfläche oben ist. Und die linke mit der Handfläche nach unten ist eine Yin-Hand. Und wir können sagen, dass beide Hände schräg nach oben zeigen. Das heißt, es ist eine Vorwärtsbewegung und zwar 45 Grad, also vorwärts 45 Grad. So definieren wir die Haltung der Arme und Hände. Das ist das Vitaminenteil in dieser Armspirale, ein wichtiger Faktor. Die nächste Übung, die wir in der Armspirale machen, ist das Öffnen und Schließen. Und zwar gehen unsere Arme eher die Ellenbogen zusammen, schließen wir, oder gehen sie eher auf und öffnen wir. Hier haben wir nur diese zwei Versionen. Öffnen kann hier sein, dass wir hier sagen, wir sind offen, weil die Schließung der Ellenbogen zur Mitte ist nicht so krass.
Hingegen, wenn wir hier sind, wo wir die Arme näher zueinander bringen, schließen wir. Ganz entscheidend übt sich das hier in diesem Schulter-Brustbereich aus. Da merkt man, wenn der Arm weiter nach vorne geht, wird es hier enger zwischen dem Oberarm und dem Brustbereich und wir schließen. Oder wir öffnen und wir merken, wie wir hier dann diesen Körperteil auch wieder öffnen. Das ist der Teil vom Öffnen und Schließen der Arme. Und dann haben wir noch eine dritte Vertiefungsstufe in diesem Armspiralsektor. Und zwar geht es darum, das Drehen in den Armen, vor allem in den Unterarmen. Die Drehung erfolgt aus den Händen. Wir haben in den Händen diese Drehung, diese hier, und wir haben diese hier. Das sind zwei verschiedene Drehungen. Wir haben eine Drehung nach außen und wir haben eine Drehung nach innen. Wir haben eine Drehung nach außen und wir haben eine Drehung nach innen. Und mit diesen beiden Drehungen haben wir eine extreme Position von den Unterarmen, wo wir Beweglichkeit reinbringen. Wenn wir hier hochgehen, wieder diese Übung, beide Hände drehen nach außen. Nach außen. Und das gibt so diese Spiralform. Dann drehen wir die Hände und wir ziehen sie runter. Und jetzt ist die rechte Hand dreht nach innen und die linke nach außen. Man sieht das schön, wie die Arme sich drehen. Das ist die dritte Vertiefungsstufe nach Vitamin, nach Öffnen und Schließen, ist das Öffnen und Schließen, nach dem Öffnen und Schließen, Entschuldigung, ist das Ein- und Ausdrehen der Arme, der Hände entscheidend. Wir haben also diese drei Stufen. Klar, das macht noch keine Armspirale, das ist der mechanische Teil, den wir haben. Wenn wir diese Regeln klar befolgen, sind wir da, dass wir die vier Hauptgelenke von den Armen, nämlich Schulter, Ellenbogen, Handgelenk und die Finger, in die richtige Position bringen, dass unser Qi fließen kann. Das Ganze braucht ein Zusammenspiel, das braucht ein tiefes Üben und hat zur Folge, dass wir nach dem Üben immer besser werden mit den Armen, mit den Händen. Das Ausdrehen, das Eindrehen ist ganz entscheidend, oder das Ausdrehen und wieder das Eindrehen. Und diese Bewegungen, die fördern mit den optimalen Positionen in den Gelenken unser Qi in den Armen. Was es natürlich noch für das richtige Qi braucht, ist die mentale Begleitung und die Atembegleitung über das Tantiem mit dem Energiezentrum. Das ist aber eine andere Geschichte. Es geht heute um die mechanische Bewegung in den Armen und die Armspirale. Wir haben drei Vertiefungsstufen, Vitamin mit fünf Unterstufen. Dann haben wir die nächste, das Öffnen, Schließen der Arme. Und die dritte ist die Richtung des Ausdrehens der Armspirale mit den Händen. So viel zum Thema Armspiralen. Wir müssten das üben. Ich habe die Vitamin A bis E in den Lernvideos niedergelegt. Ihr könnt das anschauen, ihr könnt damit üben. Die weiteren Armspiralen-Videos werden noch folgen. Und ich wünsche euch viel Vergnügen beim Üben. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.